Heute stehen wir nicht nur in Wien. Zu dieser friedlichen Bewegung haben weitere 28 Städte sich angeschlossen. Wir sind von London bis nach Lissabon, von Bordeaux bis nach Kiew, haben uns vereinigt, um die Unterstützung der ukrainischen Unabhängigkeit und Souveränität zu demonstrieren. Allein in Österreich finden noch 3 weitere Kundgebungen statt, und zwar in Graz, Salzburg und Linz. Ukrainerinnen und Ukrainer für einen demokratischen europäischen Weg entschieden. Daran und alle, die dafür gestorben sind, möchten wir heute denken. Ja, wir sind heute vereint über den ganzen Kontinent mit verschiedenen Aktionen, weil es auch besonders wichtig ist, genau diesen Zusammenhalt und diese Einheit Europas zu zeigen. Denn gemeinsam wollen wir den Zündler in Moskau zeigen, dass er Europa nicht spalten kann. Ja? Nicht noch einmal. Europa war gespalten und Putin hat ein eigenes Trauma, nämlich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, der Wiedervereinigung von Deutschland und eigentlich damit auch der neuen Wiedervereinigung von Europa. Europa ist seitdem immer weiter zusammengewachsen, freiwillig, nicht durch Kriege, nicht durch Eroberungen, sondern durch die Erkenntnis, dass man besser zusammenarbeitet, um Kriege zu vermeiden. Aber wir müssen die Spannungen als das sehen, was sie sind. Ein Konflikt zwischen Russland und Europa. Das ist nicht nur etwas, was mit der Ukraine zu tun hat und einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine, der sehr wahrscheinlich in nächster Zeit ohnehin nicht tatsächlich stattfindet, sondern es geht eigentlich um unsere Werte. Vor etwas mehr als 30 Jahren, als auch die Ukraine ihre Unabhängigkeit erlangen konnte, hätte wohl kaum jemand geahnt, dass wir heute hier und nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Städten Europas zusammenkommen müssen, um ein Zeichen für die Unabhängigkeit dieser Ukraine zu setzen. Es ist diese Lage eine Herausforderung für Europa, denn wenn es Wladimir Putin gelingt, die EU, Europa, so weit zu spalten, dass es nicht zu ganz klaren Signalen für eine freie, freie demokratische Ukraine, europäische Ukraine kommt, dann hat auch Europa verloren. Wir müssen uns ganz klar darüber sein, dass in der Ukraine nicht nur die Freiheit dieses Landes verteidigt wird, sondern auch die Freiheit von ganz Europa. Slava Ukraine! Meine sehr geehrten Damen und Herren, шановні українці, wenn ich diese große Flagge der Ukraine sehe, dann ist meine Vorstellung eine große Ukraine. Die große Ukraine, die sowohl im Süden als auch im Westen, im Norden, im Osten einig ist. Einig ist darin, dass wir alle in der Ukraine, in der Demokratie, in Freiheit, in einem prosperierenden Land leben wollen. Diese Freiheit, diese Zukunft haben wir vor 8 Jahren auf dem Maidan erkämpft. Wir haben dafür einen hohen Preis gezahlt. Aber der Kampf geht weiter. Wenn ich Sie alle hier sehe und wenn ich auch weiß, dass solche Kundgebungen wie diese überall in Europa stattfinden, dann bin ich sicher, dass wir alle zusammen sind. Wenn wir alle zusammen sind, dann sind wir stark. Wenn wir stark sind, dann können wir auch sicher sein, dass wir diesen Kampf auch gewinnen werden. Was sind die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht, worauf wir jetzt insbesondere achten müssen? Erstens, wir werden nicht aufgeben. Zweitens, wir müssen sehr, sehr aufpassen,
und keinesfalls in die Panik geraten. Während der letzten Tagen sind wir die Zeugen von massiven Desinformationspropaganda. Fake News werden jede Minute versendet. Ich rufe Sie alle auf, bitte bleiben Sie sehr vorsichtig, schenkt kein Vertrauen diesen allen, dieser Welle von Desinformation, weil es ist das Ziel von dieser Desinformation, von dieser Kampagne ist eindeutig, nach einem Vorwand zu suchen, um eine neue Eskalation zu starten. Wir in der Ukraine, wir haben schon einen gewissen Grad, dass wir diese, nicht anfällig dieser Informationskampagne sind. Wir möchten, dass Sie, alle unsere Freunde und Partner Europa, auch auf dieser Linie mit uns sind. Wir zusammen müssen wir auch weiterhin darauf kämpfen, dass alle Verbrechen, was Russland gegen die Ukraine verursacht hat, auch Folgen haben wird, dass das der Aggressor auch zur Rechenschaft gezogen wird. Zweitens, bitte geben Sie nicht auf, bleiben wir gemeinsam. Letztendlich, wir werden uns durchsetzen, wir werden gewinnen. Ich danke allen, die diese Kundgebung ermöglicht haben. Ich wünsche allen viel Mut, viel Optimismus. Es wird nicht leicht, aber wir wissen, worum es geht. Es geht um die Zukunft für unser Land, es geht um unsere Zukunft. Diese Zukunft ist für uns wichtig, aber diese Zukunft ist wichtig auch für Europa. Ukraine ist Europa, Europa ist auch Ukraine. Ich danke allen, Slava Ukraini. Ja, es beschäftigt mich auch, was in den vergangenen Stunden, Minuten möglicherweise geschehen ist, und es beunruhigt mich sehr, was geschehen kann. Aber ich habe besonders im Ohr, was der ukrainische Präsident Zelensky gestern gesagt hat, dass nämlich der größte Feind für die Ukraine Panik wäre. Und deshalb kann ich nur an mich selbst richten, als Note to myself, und an alle: lassen wir uns ja nicht in Panik versetzen von außen. Bewahren wir einen kühlen Kopf. Vergessen wir nicht, wie wichtig der Friede ist und dass der Friede Grundlage für so vieles ist. Achten wir genau darauf, was geschieht, und reagieren wir genau und hart, wenn es Aggressionsschritte, weitere Aggressionsschritte, blutige Aggressionsschritte gibt, aber bleiben wir auf dem Weg, dass wir uns nicht in Panik versetzen lassen und uns gegen jede Aggression richten. Danke noch einmal an alle Beteiligten, auch Kathi, Anna, dass das stattfinden kann. Wieder einmal ein klares Zeichen, nicht nur aus Wien, sondern aus vielen Teilen der freien Welt, und alle Teile der Welt können freie Teile der Welt sein. Die ganze Welt kann frei sein, wenn die Machthaber nur wollen, und dazu rufen wir auf. Es lebe die Freiheit, es lebe die freie Ukraine, es lebe das Selbstbestimmungsrecht der Völker und es lebe die territoriale Integrität unserer Freunde im ukrainischen Staat. Und auch das ist ja schon angesprochen worden. Ja, natürlich eine freie Ukraine und eine Ukraine, wo mehr Wohlstand herrscht als heute, ist natürlich eine Provokation für Wladimir Putin, weil es möglicherweise seine Leute dann auch fragen, und warum geht das bei uns nicht? Und dann wird auch die europäische Öffentlichkeit vor einer intellektuellen Herausforderung stehen, nämlich nicht hereinzufallen auf die Propaganda, die jetzt schon anläuft und die jetzt schon so tut, als wären hier zwei gleichberechtigte Seiten gleich aggressiv und in diesen Konflikt verwickelt. Es ist nicht so, und wir müssen die Aggression eindeutig benennen. Es ist nicht so, dass Russland jetzt aktiv bedroht wird in irgendeiner Art und Weise, dass es sich verteidigen muss und jetzt einen Verteidigungskrieg führt, was versucht wird zu kommunizieren, was jetzt schon versucht wird zu streuen. Es ist nicht so, dass die Ukraine einen Teil Russlands besetzt hätte, einen Bürgerkrieg führen würde in einem Teilgebiet Russlands oder Truppen finanzieren würde dort drüben. Das muss man in dieser Deutlichkeit einfach benennen, wer in dieser Situation jetzt der Aggressor ist. Und das müssen wir auch innenpolitisch hier in Österreich machen. Wenn es zu einem Konflikt kommt, muss sich Österreich eindeutig auf die Seite einer Ukraine stellen, die hier das Opfer ist und angegriffen wird. Und ich sehe mich hier
in einem Bündnis mit den meisten österreichischen Politikern, Politikerinnen, mit den meisten österreichischen Parteien. Die Stimmung bei den Diskussionen dazu im Nationalrat ist wirklich sehr eindeutig, aber nicht einstimmig. Das muss man auch sagen. Putin finanziert in Österreich und unterstützt in Österreich wie in fast allen europäischen Staaten die extreme Rechte und versucht hier die Stimmung zu seinen Gunsten zu drehen. Aber im Großen und Ganzen sind die demokratischen Parteien hier einer Meinung und werden unterstützen. Es wird wichtig sein, da auch zu differenzieren. Es beginnt schon die Gegenpropaganda, ja, aber die NATO hat auch. Es ist nicht unsere Aufgabe als neutraler Staat, diese Diskussion zu führen, sondern ganz klar den Aggressor jetzt zu benennen und jetzt Position zu beziehen. Und das werden wir machen, das werden wir in dieser Eindeutigkeit machen. Und ich bin, muss ich auch sagen, froh, dass die NATO jetzt nicht mit Krieg droht, sondern wenn es eine Reaktion auf eine Aggression gibt, wird diese Reaktion von der Europäischen Union kommen. Es wird eine wirtschaftliche Reaktion sein und sie wird Putin so hart wie nur möglich treffen. Das haben alle Außenminister, Außenministerinnen der Europäischen Union gesagt. Und Österreich wird das voll inhaltlich mittragen. Wir werden die Konsequenzen so hart wie möglich ziehen und setzen, wenn es zu einem aggressiven Akt kommt. Und werden die Ukraine, soweit das in unserer Macht steht, nicht im Stich lassen. Wir hören in den Medien fast jeden Tag von der Ukraine-Krise oder von ukrainisch-russischen Spannungen. Der schlimmste Begriff, den wir in diesem Kontext hören, ist der Begriff des Bürgerkrieges in der Ukraine. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle, die sich hier versammelt haben, wissen, dass es alles diese drei Dinge nie gab. Was es hingegen gibt, und es hat schon irgendjemand verlangt, das also wirklich klar zu benennen. Was es hingegen gibt, das ist die Bedrohung einer der stärksten Armeen der Welt gegen die, im Vergleich zu Russland jedenfalls, im Vergleich zu Österreich nicht, ja, im Vergleich zu Russland sehr kleine und militärisch natürlich drastisch schwächere Ukraine. Das ist das, was es gibt, und man würde sich wünschen, dass auch die europäische und darunter österreichische Politik diese Dinge etwas klarer beim Namen nennt, auch in ihren Gesprächen mit Vertretern Russlands.